Ja, wir von der Abteilung Studienförderung der Friedrich-Ebert-Stiftung planen im Moment auch den Einsatz von Videomaterial, vor allem im Rahmen oder für die stärkere Bewerbergewinnung. Das heißt also, wir möchten jetzt ein StudiVZ-Profil erstellen und in dieses Profil eben zum Teil auch vielleicht kleinere Webfilme einstellen. Der Vorteil aus unserer Sicht besteht darin, dass man eben damit auch noch andere Zielgruppen erreichen kann, dass man so ein gewisses niedrigschwelliges Angebot auch macht. Viele Studierende, die sich eben in sozialen Netzwerken rumtreiben und vielleicht nicht unbedingt so stark oder so viel auch textlich irgendwie lesen möchten, die können einfach mal auf so ein Video klicken und dann haben einen ganz anderen Einblick über Themen, zum Beispiel, wie bewerbe ich mich für ein Stipendium oder wie läuft zum Beispiel mal so ein Bildungsseminar ab. Also das kann man natürlich mit Videomaterial noch deutlich besser rüberbringen als einfach nur über Texte.